stylus in this groove. Wir gestalten die Zukunft. Wir forschen, lernen und experimentieren. An unseren Schreibtischen, Werkbänken und Laboratorien. Jetzt sind wir dran. Mit unseren Ideen in den Kategorien Science, Engineering, Design, Entrepreneurship und Sustainability. Wir sind Jugendinnovativ. Österreichs smartester Schulwettbewerb. Willkommen zur Awardshow 2021. Hallo und herzlich willkommen zu der Jugend Innovativ Awardshow 2021. Es ist endlich soweit. Nach monatelanger Arbeit werden heute die besten Projekte in den Kategorien Design, Sustainability, Science, Engineering und Entrepreneurship prämiert. Außerdem stellen wir euch einen ganz motivierten und engagierten Lehrer vor und ich habe auch einige Gäste hier im Studio mit Moritz Lechner. Dem jüngsten Startup-Gründer im deutschsprachigen Raum unterhalte ich mich über seinen Werdegang und auch sein aktuelles Projekt. Und Hannah Schatz ist die Gewinnerin der Science-Kategorie aus dem letzten Jahr und sie wird mir ein bisschen über ihr Projekt Mikroplastik vor unserer Tür erzählen. Außerdem wird es auch ein Science-Experiment hier geben mit Bernhard Weingartner gleich hier im Studio. Was wäre eine Awardshow ohne Musik? Richtig, etwas sehr, sehr, sehr Trauriges und im Grunde genommen auch keine richtige Awardshow. Deswegen wird die Wiener Band Siamese Elephants auch hier live im Studio performen. Wie Jugendinnovativ aus den Kinderschuhen mit 8 Teameinreichungen aus Wien zu einer österreichweiten Community mit über 10.000 Projekten gewachsen ist, seht ihr jetzt in einer kurzen Zeitreise. Als 1987 das Pilotprojekt Neue Technologien in den Schulversuch ging, konnte noch keiner ahnen, dass Fotos irgendwann farbig sind oder dass Schulunterricht von zu Hause besser klingt, als er eigentlich ist. Spätestens aber, als diese zwei Brains hier 1991 Sieger beim europaweiten Young Scientist-Wettbewerb wurden, war klar, dass Jugendinnovativ mindestens so viel Staatsangelegenheit ist wie ein Wiener Tanzevent. Unserer Zeit voraus aber waren wir, als das Projekt Telephoning via Internet Network 1994 noch eine ultravisionäre Projektidee der HTL Braunau war, die international mal gar nicht verstanden wurde. Mit unserem Blick in die Glaskugel haben wir im Jahr darauf begonnen, Schulen Internetzugang zu ermöglichen. Das hat Deutschland bis heute nicht geschafft. Kurzer Meilensteinstopp Anfang der 2000er. Als Britney Spears und Justin Timberlake noch ein Traumpaar waren und wir den 14. EU-Contest for Young Scientists in Wien gehostet haben. Apropos Traumpaar. Als wir 2004 Lehrkräfte in ganz Österreich mit dem ersten Teaching Innovation Seminar gematcht haben, kündigte sich schon wenig später unser Big Partner Crush mit der Raiffeisen Nachhaltigkeitsinitiative an. Bis heute eine große Liebe. 2009, der unerwartete Tod des King of Pop lässt die Welt wochenlang trauern. Zwischendrin nur ein kurzer Moment der Freude über 2 Silbermedaillen bei der Ice Sweep Olympiade in Houston und dem ISEF-Wettbewerb in Reno in den USA. Das alles war schon richtig nice, aber zu unserem Super Sweet 30th im Jahr 2017 haben wir uns einfach nochmal richtig feiern müssen. Wie das Sprichwort schon sagt, nach der Party ist vor der Party. So haben wir trotz Pandemie und geschlossener Schulen letztes Jahr die Marke von 10.000 Projektteams in der Geschichte von Jugendinnovativ geknackt. Vieles haben wir nicht ahnen können. Was wir aber jetzt schon wissen, dass eure Ideen unsere Welt ein Stück smarter und nachhaltiger machen. Wir sind zu Gast im Studio von AUX, dem wöchentlichen Magazin für Music and Culture, jeden Freitag auf A1 Now. Doch heute geht es nicht um die heimische Musik, sondern um die innovativsten Schulprojekte des Landes. Wir beginnen mit den jungen Unternehmerinnen und Unternehmern. Vorab gibt es aber eine Grußbotschaft von Bundesministerin Margarete Schramböck und Bundesminister Heinz Fassmann. Ich begrüße euch recht herzlich zur 34. Ausgabe von Jugend Innovativ.
Wir brauchen neue und mutige Ideen zur Lösung der größten Herausforderungen unserer Zeit. Und darum unterstützen wir mit Jugend Innovativ den smartesten Schulwettbewerb Österreichs, um euch dafür eine Plattform zu geben und zu bieten. Im heurigen Bundeswettbewerb haben 333 Teams von Schülerinnen und Schülern ihren Innovationsgeist unter Beweis gestellt. Viele engagierte Lehrkräfte haben dabei mitgewirkt. Das kreative Potenzial dahinter ist jedes Mal aufs Neue beeindruckend. Das Jugendinnovativ-Bundesfinale zu erreichen, das ist bereits eine Auszeichnung für sich. Und es schafft viele Möglichkeiten für die zukünftigen Berufswege. Die Teilnehmerinnen, die in der Kategorie Entrepreneurship dabei sind, gehen noch einen Schritt weiter. Sie schaffen ihre Jobs selbst. Es ist wie Rockstar sein. Nur mit Unternehmen. Entrepreneurship klingt einfach immer geil. Unternehmerische Selbstbestimmung, fette Finanzierungen und der Traum von der ersten TED-Talk-Einladung im Posteingang. Als Entrepreneurin oder Entrepreneur seine eigene Idee zum Leben zu erwecken, heißt aber auch Working Hours ohne Ende. Wirtschaftliche Entscheidungen treffen und akzeptieren, dass Failen manchmal part of the game ist. Oh mein fucking God. Trotzdem, dranbleiben lohnt sich. Und Österreichs Startup-Szene wächst und wächst. Erfolgsgründungen wie Bitpanda, Spock, Runtastic oder Projekte wie die Parkinson-Impfung von Afiris gehen mit inspirierenden Leuchtturmbeispiel voran. Und Österreich hat schon einiges in der Pipeline, was in Zukunft für nationale und internationale Furore in der Startup-Szene sorgen wird. Hier sind die Top 5 Projekte aus der Kategorie Entrepreneurship. Social-Media-Netzwerk mit Good Vibes Only gesucht? Here it is. Our Adventure, entwickelt von zwei Schülern der österreichischen Schule Shkodra in Albanien, lässt dich in einer 2D-Welt digital socializen und zu aktuellen Themen offen und freundlich diskutieren. Du kannst sogar online um echtes Geld shoppen und damit für Partnerorganisationen aus deinem Themenbereich in der realen Welt spenden. Um Online-Shopping mit echtem Impact geht's auch beim nächsten Projekt. Local Buy vom Duo der Höheren Technischen Lehranstalt Mössinger Straße in Klagenfurt. Diese App zeigt UserInnen standortbasiert an, welche lokalen Produkte es in der Nähe gibt, die instantly über den integrierten Online-Shop bestellt werden können. Finden wir genial regional. Und damit Österreich nicht nur regionaler kauft, sondern auch weniger Lebensmittel im Mist landen, gibt's die FoodAid-App. Vom Team der Höheren Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Textilindustrie und Informatik Spengergasse Wien. Einfach Produktbarcode beim Einkauf scannen und rechtzeitig erinnert werden, wenn sich das Ablaufdatum nähert. Das That Learning App Team kommt von gleich drei Schulen, nämlich dem TGM in Wien, der ITHTL Ips und der HLW Haag. Und die lassen mit ihrer Idee Österreichs Schulsystem ins 21. Jahrhundert aufsteigen. SchülerInnen connecten sich one-on-one über die App und lernen voneinander als Tandem oder geben Nachhilfe in ihrem Fachgebiet und bessern damit ihr Taschengeld auf. Je besser das Rating, desto mehr kann für die Einheit genommen werden. Noch mehr frischen Wind bringt das One-Man-Team der Höheren Technischen Lehranstalt Wien-West ins Klassenzimmer. Literally. Die Corona-Ampel mit CO2-Messung zeigt grün-gelb-rot die Luftqualität im Raum an und meldet sich, sobald gelüftet werden muss. So kann das Ansteckungsrisiko im Klassenzimmer minimiert werden. Die AUVA hat schon Interesse gezeigt. Du aber kannst dir die Baupläne sogar jetzt schon über Open Source holen. Also, try this at home. 5 super Projekte. Und der erste Preis geht an That Learning App. Der zweite Preis geht an Corona-Ampel mit CO2-Messung. Der dritte Preis geht an FoodAid. Eat it, don't waste it. Die nächste Generation an InnovatorInnen wird natürlich auch von der aktuellen Generation an Lehrenden geprägt. Und da sticht einer ganz besonders hervor, Superlehrer Martin Meschek, auch Magic genannt. Mein Name ist Martin Meschek. Ich bin schon seit 20 Jahren in dieser HTL tätig.
im Bereich von der Elektronik. Bin seit 1985 Experte für Elektromobilität und Infrastruktur, deshalb auch die Geschichte mit dem selbstwachsenden Solarkraftwerk, mit unseren Ladestationen, dass man nur Sonnenenergie in die Elektrofahrzeuge bekommen. Also da befinden wir uns in einem Elektroniklabor. Es sieht sehr chaotisch aus, aber das Genie beherrscht das Chaos sozusagen. Da liegen überall Ideen herum und überall, wo man hinsieht, gibt es ganz innovative Geschichten. Dann brauchen wir 100 Beats per Minute. Ich sehe ihn als Daniel Düsentrieb, der irrsinnig viele Ideen und tolle Ideen hat. Und er kann also wirklich damit auch begeistern. Der Herr Professor Meschig ist ein sehr, sehr lieber Lehrer. Ich glaube, es gibt kaum einen Schüler, der ihn nicht mag. Ich finde es sehr faszinierend, wie viel der Professor Meschig den Schülern hilft und seine Ambitionen, den Schülern etwas beizubringen. Das ist echt enorm und das sieht man echt selten. Ich beende jetzt die 4. Klasse und nächstes Jahr bin ich in der Matura-Klasse. Gleichbedeutend, dass wir eine Diplomarbeit absolvieren müssen. Die Betreuung der Diplomarbeiten sieht so aus, dass man als Coach quasi zur Seite stehen muss, weil es ist ja für die Leute Neuland. Man kann sie sowohl in der Elektronik, in der Entwicklung als auch im Projektmanagement unterstützen. Wenn wir Fragen haben, generell zum Projekt, wenden wir uns an ihn. Natürlich lernen sie im Theorieunterricht das Werkzeug, damit sie da arbeiten können. Und bei der Diplomarbeit kommt alles, was sie jemals gelernt haben, zusammen. Und deshalb ist es so spannend. Man kann praktisch etwas machen, man kann seine Ideen verwirklichen, man kann im Team arbeiten. Ich war schon sehr oft bei Jugend Innovativ dabei, auch bei den ganzen Auszeichnungen. Und da muss ich sagen, wenn man die Jugendlichen sieht dort draußen, Damen und Herren, muss man schon sagen, die ihre Projekte vorstellen, dann ist das für mich jedes Mal ein ergreifender Moment, weil ich sage, ich brauche mir um die Zukunft unserer Jugend keine Sorgen machen, weil es sind lauter ganz exzellente Technikerinnen und Techniker, die dort vor Ort sind und ihre Produkte präsentieren. Und das ist jedes Mal für mich ein ergreifender Moment, wenn ich sehe, was da zustande gekommen ist. Und da muss man sagen, großer Dank an das Lehrpersonal und an die Stellen und auch an die Eltern und auch an die Schüler, die das ermöglichen quasi, dass unsere Jugendlichen so ausgezeichnete Ausbildung bekommen und dass sie das dann so toll hinkriegen bei diesen Projekten. Das sieht man bei Jugend Innovativ, bei jeder Feierlichkeit sieht man nur lachende Gesichter, sage ich mal so. Zu jedem Award gehört natürlich auch eine Jury. Doch wie läuft die Arbeit einer Jury genau ab? Was sind die Maßstäbe, nach denen sie bewertet und wie sieht diese Jury überhaupt aus? Das seht ihr jetzt. Mein Name ist Tina Trofer. Ich bin Jurymitglied bei Jugend Innovativ in der Kategorie Entrepreneurship. Hallo, Paul Ullmann mein Name. Ich leite die Engineering 2 Jury. Mein normaler Job in der Austria Wirtschaftsservice ist, dass ich die Hochtechnologieprogramme, die Vorgründungsprogramme Pre-Seed und die Nachgründungsprogramme sozusagen Seed Financing begleite. Das ist eigentlich immer das absolute Highlight bei mir, die Jugend Innovativ Jury, weil es jedes Jahr aufs Neue Spaß macht und unterschiedliche spannende Projekte und spannende Leute einfach zu bewerten sind. Ich bin an und für sich vom Kernberuf Unternehmensberaterin. Ich bin seit 10 Jahren bei der Austria Wirtschaftsservice als Projekt- und Investmentmanager tätig und seit 7 Jahren bei der Jury Jugend Innovativ für Entrepreneurship. Wir haben 5 Mitglieder in dieser Jury aus unterschiedlichsten Branchen, vor allem mit Startup und Technologiehintergrund. Ja, wir haben eigentlich ein sehr strenges Regelkonzept, an das wir uns halten müssen und Bewertungskriterien, die vorgegeben sind. Das sind zum Beispiel Dinge wie Innovationskraft oder Innovationsgrad der Idee, Kreativität, Originalität des Lösungswegs, die Teamzusammenarbeit, die Verwertung oder Verwertbarkeit der Idee, die Wirtschaftlichkeit und der schriftliche Projektbericht. Grundsätzlich gelten die auch für alle Kategorien, also Engineering, Design, Sustainability und so weiter, und sind nur je nach Kategorie unterschiedlich gewichtet.
Mein Name ist Anja Eichinger und ich bin selbstständige Architektin in Wien. Ich bin eine aus dem vierköpfigen Jury-Team. Weiters dabei sind beispielsweise noch eine Grafikdesignerin und ein Audiodesigner und ein Leiter einer Bildungseinrichtung im künstlerischen Bereich. Dieses Jahr war es eigentlich recht schwierig. Wir haben viel diskutiert, weil die Projekte von der Punkteanzahl im Endranking sehr eng beieinander lagen. Das waren oft wirklich nur ein oder zwei Punkte, die da die einzelnen Projekte getrennt haben. Und wir haben dann wirklich viel diskutiert, um hier eine gute Entscheidung zu treffen. Aber ich glaube, das passt so und das ist eine Entscheidung, die von allen mitgetragen wird. Ich bin zuständig für die Kategorie Engineering One am heurigen Wettbewerb Jugend Innovativ. Ich bin seit ungefähr 15 Jahren bei der AWS tätig, gehöre der Abteilung Schutzrechtsmanagement an. Neben unseren Kernaufgaben in der Beratung und Unterstützung von Unternehmen in Österreich für alle Themen, die Innovationen und Schutzrechte anbelangen, bin ich aber auch stark in dem Bereich. Ich bin eigentlich Jahr für Jahr immer wieder beeindruckt und teilweise sprachlos, wenn ich mir das anschaue, was junge Leute hier einfach vollbringen. Und letztendlich sind es immer wieder Projekte, die wir bewerten und ist es quasi eine Leistung, die hier bewertet wird. Aber ich finde es eigentlich immer am schönsten, auch zu sehen, welche Personen stehen da dahinter. Ich leite die Kategorie Sustainability und bin unter anderem auch in der RBI tätig für das Thema Nachhaltigkeitsmanagement und setze diverse Projekte in der Raiffeisen Nachhaltigkeitsinitiative um. Ich bin für die Kategorie Science schon seit 9 Jahren verantwortlich. Ich arbeite normalerweise in der AWS als Projektmanagerin für Schutzrechtsfragen. Ich sehe hier einfach so ein anderes Bild und das finde ich immer eigentlich den schönsten Teil der Arbeit, weil es mich immer sehr optimistisch stimmt, weil hier junge Menschen sind, die sich sozial extrem engagieren, die tolle Ideen haben, die Dinge gemeinsam umsetzen, die einfach Probleme erkennen und teilweise wirklich beeindruckende Dinge vollbringen. Von den Projekten in der Kategorie Design wird ein Sinn für Ästhetik, Ökologie und Ökonomie erwartet. Und die Fachrichtungen sind vielfältig. Von Objektdesign über Grafik- und Kommunikationsdesign bis hin zu audiovisuellen Medien und Fotografie. Schauen wir uns die Teams doch mal genauer an und ich bin echt gespannt, wer gewinnen wird. Nenn es fresh. Nenn es funktional. Geil. Partizipativ. I'm now waiting for the computer to answer me. Crazy. Neu. Sauber. Mutig. Klar. Anders. Oh, hi, Mark. Genial. Ob wir es wahrnehmen oder nicht. Design ist das Tool, das mit praktischen Lösungen unser Leben erleichtert und die Welt einfach immer ein Stück besser macht. Die Connection zwischen Design und Glück hat auch Österreichs Design-Weltstar Stefan Sagmeister mit seiner Erfolgsausstellung The Happy Show gezeigt. Und ob aktuelle Größen, Jugendstil-Berühmtheiten von damals oder die Jugendtalente von heute, die das Design und die Technik von morgen gestalten, Österreich designt weltweit ganz vorne mit. Hier kommen die Top 5 Projekte aus der Kategorie Design. Los geht's gleich mit einem richtig steilen Projekt vom Team der Höheren Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt St. Pölten. Slopemo, der Allradrasenmäherroboter, der fast jedem Hang einen freshen neuen Schnitt verpasst. Dabei arbeitet der Slopemo auch noch absolut umweltschonend. Gebaut aus recycelten Materialien und rein elektrisch betrieben. Dann ist Sense mit Sensen. Kochlöffel mit Temperaturindikator, 8-in-1 Food Processor und endlich eine Küche ohne Kabelsalat. Das Smart Kitchen Devices Team von der Höheren Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt Verlach entwickelt gemeinsam mit Philips platzsparendes und richtig revolutionäres Küchenequipment. Besonders genial? Für die Herstellung werden teils sogar alte Küchengeräte recycelt. Kinderleicht digitalisieren. Das macht die Kindergarten-App Corgi von SchülerInnen der Höheren Technischen Lehranstalt Rennweg in Wien jetzt möglich. Sie basiert auf nur 2 Text-Channels und vereinfacht mit ihrem super intuitiven Design die Organisation und die digitale Kommunikation zwischen Kindergarten und Eltern. Think big oder so. Wo vor Jahren ein Attersee-Uferlokal abgerissen wurde, plant das Team der Höheren Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt Salzburg jetzt ein neues Gebäudekonzept. Klein Venedig. Land, Wasser, Kultur, Gastronomie, Galerie, alles dabei. Bleibt nur die Frage, wann ist Eröffnung?
Noch nachhaltiger als mit dem Rad unterwegs sein? Geht das? Yes, das geht. Mit dem Bamboo-Bicycle von Schülerinnen der Höheren Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt Verlach. Das kommt nämlich, anders als andere Bambusräder, ganz ohne giftige Klebstoffe und Lacke aus. Nur Natur, biologisch abbaubare Verbindungsstücke und voller Bikespaß. Let's roll! Und, was glaubst du? Welche Projekte konnten in der Kategorie Design überzeugen? Den ersten Preis teilen sich Klein-Venedig Unterach am Attersee und Smart Kitchen Devices for Philips. Na! Danke, danke. War das Beste, aber es ist schon mal schön, dass du in der Gemeinde aufmerksam gemacht hast. Was möglich ist, ist jetzt auch okay. Was geht? Ich hoffe einfach, dass das alles bewirkt im Endeffekt und nicht nur so ein cooles Projekt war. Vielen, vielen Dank für die Organisation und den ersten Platz und auch an die Jury. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Und der zweite Preis geht an Slopemo. Entwicklung eines ferngesteuerten Steilhangmähers. Mit bereits 14 Jahren gründete er sein Startup Freebiebox und wurde damit zum jüngsten Startup-Gründer Österreichs. Mittlerweile arbeitet er an seinem neuen Projekt Lifestylebox. Und zwar ist zu Gast Moritz Lechner. Danke, dass du da bist. Danke für die Einladung. Zuallererst, was braucht es eigentlich, um ein Startup zu gründen? Ich glaube, in erster Linie braucht es einfach ganz viel Motivation und Bereitschaft, einfach Zeit zu investieren und für etwas wirklich sein volles Herzblut zu geben und ja, Tag und Nacht dafür zu arbeiten im Endeffekt. Mit 14 Jahren, das ist ja schon außergewöhnlich, ein Startup zu gründen. Wie kam es dazu? Woher kam die Inspiration und überhaupt auch die Motivation, das tatsächlich zu machen? Ja, es ist ganz lustig. Das Ganze hat begonnen eigentlich mit 13 bzw. mit 12 habe ich mein erstes Praktikum gemacht. Wow. Das waren so berufspraktische Tage in der Schule. Und ganz klassisch habe ich das bei einem Venture Capital Fonds gemacht, der in Startups investiert. Und da bin ich irgendwie so reingerutscht eigentlich dadurch. Dann habe ich danach bei ein paar Startups noch reingeschnuppert. Und dann hatte ich im Sommer 2017 die Idee zu Freebiebox und habe dann eigentlich so ziemlich nach dem Motto, ja, warum soll ich bis 18 warten, wenn ich es auch jetzt schon machen kann? Mir einfach gedacht, so, ich probiere das jetzt einmal quasi. Habe es einfach mal so drauf losgestartet. Und ist natürlich in erster Linie mal, ja, komm, lass mal ihn machen quasi. Soll er mal machen, soll er seine Hirngespinste quasi irgendwie ausleben. Ja, und dann hat sich das eigentlich mit der Zeit immer weiterentwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass da auch einige Herausforderungen auf einen irgendwie zukommen, generell, wenn man Startups gründet, vor allem in so jungen Jahren. Wie lief das genau ab und was sind die größten Herausforderungen für dich persönlich gewesen? Also ich glaube, es gibt mehrere Dinge. In erster Linie ist einmal für jeden natürlich schwierig, etwas zu gründen. Man braucht einmal eine Idee, man muss wirklich auch irgendwie ein Team zusammenbringen. Ich habe jetzt am Anfang ganz alleine gestartet. Aber was jetzt in dem Alter, glaube ich, noch ein besonderes Hindernis ist, ist einfach dieses ernst genommen zu werden. Die Leute am Anfang, die belächeln das halt. Das ist halt jetzt nicht so, ist halt nicht etwas Alltägliches, oder? Und immer, wenn man etwas Spezielles macht, was halt nicht der Norm entspricht, dann ist das halt wirklich, die Leute im ersten Moment, ja, komm, ja, lach. Er halt eher, wird eher belächelt, anstatt das jetzt dann voll ernst zu nehmen. Und ich glaube, das ist mal wirklich eine große Challenge, sich da irgendwie den nötigen Respekt zu verschaffen. Was hast du gegen das ernst genommen gemacht? Was waren deine Mittel dagegen? Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, man muss es den Leuten beweisen. Man muss einfach doppelt so hart arbeiten wie jeder andere. Und am Ende des Tages, am Anfang geht's vielleicht, wird man auf dieses Alter reduziert. Und da geht's voll ums Alter und überall, ja, nur 14-Jähriger, 14-Jähriger, 14-Jähriger. Aber am Ende des Tages später, und das merke ich jetzt sehr stark, geht's um die Leistung. Man wird immer nach der Leistung bewertet. Unabhängig dann vom Alter. Das heißt, man muss einfach beweisen, dass man es genauso gut oder besser kann als jemand, der vielleicht doppelt oder dreimal oder viermal so alt ist. Und wenn die Leistung am Ende des Tages stimmt, dann kann man auch erfolgreich sein. Und ich glaube, da spielt dann das Alter wirklich überhaupt keine Rolle. Was können wir uns von dir in Zukunft eigentlich noch erwarten? Also jetzt liegt der volle Fokus auf jeden Fall mal auf Lifestylebox. Und in Zukunft werde ich auf jeden Fall noch viele weitere Startups gründen. Also mein Gründerherz schlägt nach wie vor. Ich mag da auf jeden Fall noch viele weitere Ideen natürlich. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, jetzt wirklich mal einen Fokus zu haben. Und dann schauen wir mal, was die Zukunft noch bringt. Vielleicht ja Science-Startups. Who knows? Die Kategorie Science ist extrem vielfältig. Es wurden Projekte aus den Bereichen der Naturwissenschaften, Geistes-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften sowie auch Mathematik, Geografie und Bionik eingeschickt. Schauen wir uns die Projekte doch mal genauer an und vor allem, welches Team gewinnt, das seht ihr jetzt. Social Media loves Science. Yes, Science! Ist einfach so. Egal um welche Plattform es geht, Science-Channels wachsen rasant und junge Science-Brains, ob professionell oder just for fun, werden echte Influencer. You know, I'm something of a scientist myself.
Aber bei Wissenschaft geht's natürlich nicht nur um Fame und Follower. Eh klar. Sondern darum, mit Hilfe des aktuellen Wissensstandes Lösungen für uralte oder brandneue Probleme zu finden. Hier kommen die 5 spannendsten Projekte von Österreichs Nachwuchs-Scientists, denen wir natürlich neben bahnbrechenden Entdeckungen auch jede Menge Fame wünschen. Los geht's! Mandel, Soja, Hafer und jetzt Bohnen. Der Vegan Broad Bean Drink verwandelt Ackerbohnen in eine pflanzliche und super verträgliche Milchalternative. Die eigentlich schwer verdaulichen Bohnen werden sonst als landwirtschaftliches Zwischenprodukt einfach entsorgt. Jetzt können sie durch die neue Technologie des Teams der HTL für Lebensmitteltechnologie Wels aber endlich verträglich gemacht und verwertet werden. Waste to Food, the way to go. Politische Werbung als Social Media Content? Ganz normal oder der Untergang der Demokratie? Was geht zu weit und muss verhindert werden? Diese Frage hat sich das Social Politics Duo von der Höheren Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft, Ispertal, ganz genau angesehen. Die Ergebnisse sollen der Politik vorgelegt werden, damit gemeinsam Verbesserungen erreicht werden. You gotta fight for your right. Bringt Fisch aus dem Pazifik das Strahlenmessgerät zum Zappeln? Nach Hiroshima und Fukushima eine ziemlich gute Frage. Dieses Team der Höheren Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft, Ispertal, hat's untersucht und 40 pazifische Fischprodukte auf Strahlung gecheckt. Mit beruhigendem Ergebnis. Trotzdem. Die bessere CO2- und auch Cäsium-137-Bilanz hat aber jedenfalls immer noch Fisch aus Österreich. Ganz natürlich geht's auch bei diesem Projektteam des Bundesrealgymnasiums Schloss Wagrain in Vöcklabruck zu. Aus Schokolade, Honig, Wein und Ringelblumen werden hier nämlich allergieverträgliche Naturkosmetikprodukte hergestellt. Fast wie ein Bio-Brunch für deine Haut. Und der ist nicht nur gut für dich, sondern auch für die Natur. Weil an Tieren getestet wird hier natürlich nichts. Another one. Bei der Höheren Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft Ispertal läuft's. Oder fließt's? Spaß beiseite. Damit Gletscher im Sommer zumindest etwas weniger schmelzen, werden sie mit speziellen Gletscherfliesen bedeckt. Aber sind die auch wirklich gut für die Umwelt? Das wollen 2 Schülerinnen der Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft Ispertal herausfinden, Materialien verbessern und mehr Klima-Awareness bei Locals und Touristinnen schaffen. Genial! Spread the word, save the world! Mal wieder echt schwierige Entscheidung. Aber es können natürlich nicht alle Projekte in der Kategorie Science gewinnen. Und der erste Preis geht an Bestimmung und Auswirkungen radioaktiver Belastung auf die Süß- bzw. Salzwasserfauna. Danke für die alle, die uns da beim Projekt unterstützt haben. Da möchte ich ganz besonders hervorheben, unsere Professoren, vor allem auch unsere Familie. Das war echt guter Rückhalt. Genau. Der zweite Preis geht an Vegan Broad Bean Drink. Der dritte Preis geht an Auswirkungen von Gletscherfließ in Hinblick auf Ökologie und Tourismus. Sie hat 2019 mit dem Projekt Mikroplastik vor unserer Tür in der Kategorie Science gewonnen. Und jetzt ist sie hier nochmal zu Gast. Hanna Schatz, danke, dass du da bist. Danke für die Einladung. Kannst du einmal kurz erklären, worum ging es denn in eurem Projekt? Prinzipiell haben wir uns in unserem Projekt damit beschäftigt, wie hoch die Kunststoffbelastung eigentlich bei uns in Österreich ist, weil die Idee war, dass Binnengewässer einen großen Anteil an Kunststoff mittransportieren in die Weltmeere und weil die Weltmeerproblematik, wie vermutlich jeder weiß, eben ziemlich in den Medien vertreten war, war eben unsere Idee, wie hoch ist die Kunststoffbelastung bei uns zu Hause aktuell und auch welchen Beitrag Kläranlagen beim Abbauverhalten von Mikroplastikpartikeln beitragen. Und was war euer Endergebnis? Unser Endergebnis war, dass prinzipiell die Kläranlage relativ wenig Auswirkungen auf die Kunststoffpartikel haben, weil sie eben viel zu kurz in der Kläranlage sind und auch die Gegebenheiten nicht zur Verfügung sind, weil wir haben ja 3 verschiedene Kunststoffarten beprobt. Das ist einmal PLA, das ist ein Biokunststoff. Bei dem hat sich überhaupt nichts verändert, was sehr verwunderlich ist, weil es ja biologisch basierend ist. Dann haben wir PET noch beprobt und PP. Bei PET hat sich etwas verändert bezüglich der Struktur. Das haben wir mit der Lösungsmittelviskosimetrie nachgewiesen und bei PP war ebenfalls kein Abbauverhalten vorhanden. Und wir gehen davon aus, dass einfach in der Kläranlage die Gegebenheiten, die Temperaturen, der Sauerstoffbedarf, die Mikroorganismen einfach nicht dafür vorhanden sind, dass
Kunststoff abgebaut wird, weil man hört ja zum Beispiel, dass es kompostierbaren Kunststoff gibt, was eben in der Kläranlage leider nicht funktioniert. Du hast ja einen sehr wissenschaftlichen Ansatz gehabt bei deinem Projekt und Nachhaltigkeit ist ja auch ein großes Thema. Wenn man sich jetzt dich anschaut im Unternehmertum, wie kann man das miteinander verbinden? Und jetzt, wo ihr euch beide auch gehört habt, was kann man voneinander lernen? Ja, also ich glaube, erste Linie, ich meine, Unternehmertum und Nachhaltigkeit sollte mal das Erste sein, was man perfekt kombinieren kann natürlich. Ganz, ganz viele Ideen, die da einfach sich kombinieren lassen, aber auch einfach von diesen, vom Know-how, glaube ich, dass sich das irgendwie perfekt kombinieren lässt, weil das eine ist ja immer dieses Technische. Man braucht sowohl technisches Wissen, irgendwie um quasi Nachhaltigkeit umzusetzen und um die Welt eben zu einem besseren Ort zu machen. Und man muss es dann auf der anderen Seite jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mehr Know-how vielleicht im Bereich Marketing und so, man muss es auch irgendwie an die Menschheit quasi rausbringen und die Leute müssen das auch kennenlernen und so, dann die guten Ideen und neuen Entwicklungen, die aus der Wissenschaft kommen. Deshalb, ich glaube, dass das eigentlich sich perfekt ergänzt. Ja, hast du da vielleicht noch ein paar Ideen oder was, wie seid ihr denn damit umgegangen? Musstet ihr manchmal irgendwie das nach außen auch bringen? Das Marketing ist eben wirklich schwierig, vor allem auch, dass man das Komplexe, das man gemacht hat, herunterbricht, damit das eben auch Anleihen verstehen, was man gemacht hat und dass sie sich was darunter vorstellen können. Das war auch bei uns für Jugend innovativ eigentlich ein Punkt, wie wir dann an die Sache herangegangen sind, dass wir mit einfachen Mitteln versucht haben, unser Thema in einfachen Stücken zu erklären, damit auch Personen, die nichts mit dieser Thematik zu tun haben, das begreifen. Und ja, es ist manchmal schwierig, das zu erklären und das an den Mann oder die Frau eben zu bringen. Ich glaube, es wäre eigentlich auch cool, wenn es in Zukunft da vielleicht mehr Initiativen gibt, um irgendwie so HTL und Hack oder irgendwie so diese beiden Bereiche quasi mehr zusammenzubringen, weil im Endeffekt wahrscheinlich die aller erfolgreichsten Projektteams die wären, die irgendwie beide Seiten haben, oder? Auf der einen Seite irgendwie so die Kommunikations- und Wirtschaftsprofis kombiniert mit den Wissenschaftsprofis, die dann wirklich in der Materie sich perfekt auskennen. Also ich glaube, da gibt es sicher noch viel Potenzial für die Zukunft. Ja, letztendlich kommt, glaube ich, auch, wie du sagst, es kommt auf Kooperationen. Und wenn die funktioniert, kann man viel mehr schaffen, viel Größeres leisten. Ja, finde ich sehr spannend. Erfolg beginnt mit einer Idee und baut auf viel Recherche und Arbeit auf. Wir schauen uns die erfolgreichen Projekte in der Kategorie Engineering 1 an. Und da gibt es Projekte aus den Bereichen Maschinenbau und Mechatronik sowie auch Industrial Engineering. Ich bin jetzt echt gespannt zu sehen, wer hier gewinnen wird. Wow, das hast du gemacht? Das ist ja echt Rocket Science. Toll, aber kein Problem. Bin ja Engineer. Viel von dem, was unser Leben heute erleichtert, ist von jungen Engineers erfunden worden. Die mit ihrer zündenden Idee richtig abgehoben und durchgestartet sind. Und dabei oft total am Boden geblieben sind. Zum Beispiel 1642 hat der damals 19-jährige Franzose Blaise Pascal die Pascaline erfunden. Ihm hast du heute deinen Taschenrechner zu verdanken und damit unendlich viele weitere Erfindungen, die wahrscheinlich erst durch diesen Geniestreich möglich wurden. Und was tut sich 2021 in Österreich bei den jungen IngenieurInnen? Das sind die Top 5 aus der Kategorie Engineering 1. Maschinenbau, Mechatronik und Industrial Engineering. Mit Smart Lantern, entwickelt vom Team der Höheren Technischen Lehranstalt Rennweg in Wien, leuchten Straßenlaternen endlich nur noch dann, wenn man es auch wirklich braucht. Und ganz klar, das freut die Umwelt. Nicht nur wegen des sinkenden Energieverbrauchs, sondern auch, weil dadurch die Lichtverschmutzung abnimmt. Richtig saubere Sache. Und weiter geht's gleich mit noch einem Projekt, das Licht ins Dunkel bringt. Mit dem Husky hat das Team der beiden Kärntner HTLs Mössinger Straße und Lastenstraße eine mobile Drohnentunnelüberwachung erfunden. Als Kollaboration mit der Asfinag, Strabag und vielen mehr. Dafür erntet ihr von uns jedenfalls ordentlich Applaus. Ums Ernten geht's auch bei diesem Projekt vom Team der Höheren Technischen Bundeslehranstalt Neufelden, das nicht nur Props, sondern vor allem Ringelblumen erntet. Ganz automatisch und nur mit Sonnenenergie betrieben. Zwei Schüler der Höheren Technischen Lehranstalt Lastenstraße in Klagenfurt entwickelten ein einzigartiges 3D-Druckerkonzept, das bei 300 Grad Hitze alte PET-Flaschen in neue 3D-Objekte verwandelt. Du denkst dir jetzt, puh, braucht sowas nicht total viel Energie? Ganz im Gegenteil. Durch smarte Isolierung konnte der Energieverbrauch sogar um 40% gesenkt werden. Wir finden 100% genial, weil auch noch der Kilopreis um das 40-fache gesenkt werden konnte. Braun ist noch nicht dein Bier?
Jetzt vielleicht schon. Mit Online-Brauen entwickelt vom Duo der Höheren Technischen Lehranstalt Saalfelden. Mit dieser Heimbrauerei kannst du dein eigenes Bier ganz easy per App daheim brauen. So geht's. Na dann, Prost auf die Wissenschaft. Und jetzt erfährst du, welche Projekte in der Kategorie Engineering 1 ganz besonders überzeugen konnten. Und der erste Preis geht an Husky. Wir würden uns noch gerne bei unseren Betreuern bedanken für die Unterstützung und auch bei unseren Sponsoren der Firma Asfinag für die Unterstützung und die Geldmittel, um so ein Projekt realisieren zu können. Und der zweite Preis geht an 3D-Druck mit recycelten Rohstoffen. Und der dritte Preis geht an autonomer Ernteroboter. Ich habe den Physiker Bernhard Weingartner neben mir und wir werden ein kleines Physikexperiment durchführen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin total beeindruckt von den Projekten. Also wirklich grandiose Ideen, super umgesetzt, sehr, sehr inspirierend. Und ich habe mich jetzt von den letzten 5 Projekten zu einem kleinen Experiment inspirieren lassen, das ich mit dir gemeinsam durchführen will. Hast du Angst? Noch nicht. Sollte ich? Du solltest vielleicht deine Schutzbrille aufsetzen. Okay, ich glaube, jetzt habe ich Angst. Ja. Die Stichworte, die mich inspiriert haben, waren Gärungsprozess bei der Biererzeugung. Ja. Gärungsprozesse gibt es auch in unserem Körper. Da entstehen, wenn man zum Beispiel viele Bohnen gegessen hat, entstehen bestimmte Stoffe. Dann ist die Frage, wie man die ernten kann. Die werden wir vielleicht jetzt weglassen. Aber die Frage ist, wie man diese Stoffe, die da im Körper entstehen, recyceln kann. Das ist ja auch ein Projekt, wo es um Recycling geht. Also den Stoff, der da entsteht, zum Beispiel Methangas, das unter anderem nach Bohnengenuss entsteht, wie man das irgendwie sinnvoll einsetzen kann. Da drin ist reines Methangas. Wo hast du das her? Keine Sorge, es ist nicht menschlichen Ursprungs. Alright. Es ist ganz normales Erdgas, Biogas, was auch immer. Und das möchte ich jetzt durch lauwarmes Wasser, durch lauwarmes Seifenwasser leiten. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Wasser. Ich habe da extra ein Spezialarrangement gebaut. Dann kommt ein bisschen Haarshampoo dazu. Noch ein Schluck Wasser. Ein bisschen mehr. Und jetzt lassen wir dieses Methangas durch die Seifenlauge durchblubbern. Okay. Erinnert vielleicht an den Gärungsprozess, obwohl es natürlich jetzt kein Gärungsprozess ist, aber da blubbert es ja auch mal ein bisschen. Und da kommt was raus. Da kommt so ein schöner methangefüllter Schaum raus. Mm. Und jetzt kommt es ans Ernten. Ja. Ohne Ernteroboter, sondern mit deiner Hand. Also ich brauche deine flache Hand. Ja. Und schnapp dir möglichst viel von diesem Schaum, schneid ihn so von unten ab. Ja. Also möglichst so viel, ja, genau. Und jetzt schneid rüber. Ja. So. Perfekt. Ich bekomme natürlich auch eine Schutzbrille. So, ist Methan brennbar? Wahrscheinlich ja. Jetzt wäre es sehr hilfreich zu wissen, ist Methan schwerer oder leichter als Luft? Weil wenn es brennt und schwerer als Luft ist, dann könnte es nach unten gehen und für die Handrückseite sehr schmerzhaft werden. Wenn es leichter ist, geht es nach oben. Also, okay, ich bin sehr gespannt. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich komme mit der Flamme und schauen wir, was passiert. Ui! Was? Hat's wehgetan? Nein. Nein, weil Methan ist leichter als Luft. Das heißt, sobald ich es entzünde, platzen die Blasen und es steigt nach oben rauf. Wow. Und es schmerzt überhaupt nicht. Magst du es nochmal machen? Das war mega cool. Können wir das wirklich nochmal machen? Wenn du willst. Oh mein Gott. Okay, das war schon ziemlich cool. Es wird warm, aber nicht heiß, oder? Es wird warm. Ich fühle mich wie so ein Feuerbändiger. Das war ja schon immer mein Traum. Ja, danke dir für das mega geile Experiment. Du warst aber auch super cool. Gratulation. Ja, danke schön, danke schön. Echt sehr viel Spaß gemacht. Kommen wir jetzt aber zur Kategorie Engineering 2. Ein Projekt in dieser Kategorie kann einerseits ein Konzept sein, das umsetzbar ist oder auch bereits ein funktionsfähiges Produkt. Aber all diese Projekte müssen sich am Bedarf der Gesellschaft oder Wirtschaft orientieren und müssen auch dem aktuellen Stand der Technik gerecht werden. Was die Teams so gemacht haben und vor allem, welches Team gewinnt, das sehen wir jetzt. Tja, da konnten wir uns vor lauter genialen Engineering-Ideen einfach nicht für 5 entscheiden. Deswegen präsentieren wir dir jetzt noch weitere 5 Projekte, die uns ganz besonders beeindruckt haben. Aber davor, weißt du eigentlich, wem DJs und wir Schallplatten und den Plattenspieler zu verdanken haben? Emil Berliner, Sarah Gappi, Caroline Eichler, Cyril Duquet? Dem deutschen Emil Berliner.
Er hat für die Erfindung im Jahr 1887 das Patent angemeldet. Und jetzt auf zu unseren Top 5 aus der Kategorie Engineering 2. Elektrotechnik und Elektronik, IKT, Bau- und Holztechnik, Werkstofftechnik, Lebensmitteltechnologien, Land- und Forstwirtschaft. Los geht's mit CASA, dem Camera-Aided Sheet Analyzer, vom Projektteam der Höheren Technischen Bundeslehranstalt Neufelden, der vollautomatisch und objektiv die Reinheit und Qualität von recyceltem Plastik ermittelt. Sehen wir ganz genauso. Das Modern Train Management System, kurz MTMS, entwickelt von 3 Schülern der Höheren Technischen Lehranstalt Mössinger Straße in Klagenfurt, verbindet viele Module des modernen Eisenbahnverkehrs und bringt so die Zukunft auf Schiene. Und die ÖBB sind schon an Bord. Und jetzt kurz. Einmal aufrecht hinsetzen. Das Motion Track Team von der österreichischen Schule Skodra in Albanien schaut auf deine Haltung. Vom Team der Höheren Technischen Lehranstalt Rennweg in Wien kommt ITUX, das blinde Menschen im Straßenverkehr virtuell an die Hand nimmt. Mit einem Armband, das sich mit abgegradeten Ampelmasten verbindet und TrägerInnen über Links-Rechts-Impulse leitet. Thumbs up für diese wirklich wegweisende Idee. Up next, der iSpeaker von einem Duo des TGM in Wien, mit dem Menschen über Blinzeln mit ihrer Umwelt kommunizieren können, wenn sonst keine Kommunikation mehr möglich ist. Echt stark. Welche Projekte aus der Kategorie Engineering 2 gewonnen haben, das erfährst du jetzt. Der erste Preis geht an iSpeaker. Oh mein Gott! Dankeschön! Vielen Dank! Es ist so cool, dass dieser Wettbewerb stattfinden konnte, einfach auch trotz Corona. Danke, das ist so eine Anerkennung. Danke. Danke. Dankeschön! Der zweite Preis geht an CASA, Camera Aided Sheet Analyzer. Der dritte Preis geht an Motion Track. Künstliche Inselgruppen, Indoor-Skihallen, unfassbar hohe Wolkenkratzer, Burj Khalifa und was es sonst für euch in Dubai zu entdecken gibt, erzählt Regierungskommissarin Beatrix Kahl. Wir brauchen eure Ideen für die Zukunft. Die kommende Weltausstellung in Dubai hat das Motto Connecting Minds, Creating the Future und findet vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022 statt. Wir laden euch ein, eure Projekte zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit im iLab des Österreich-Pavillons zu präsentieren. Weitere Informationen dazu findet ihr hier. Reinhold Messner sagte mal, wirklich innovativ ist nur, wer dorthin geht, wo die anderen nicht sind. Und damit das auch in Zukunft möglich ist, ist es wichtig zu schauen, dass all diese Orte auch erhalten bleiben. Die Klimakrise ist die größte Krise unserer Zeit und es hat sich gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler seit 2008 an vorderster Front für eine bessere Umwelt kämpfen. Der Sustainability Award geht an die Projekte, die sich dem annehmen, was heute Thema ist und morgen beschäftigt. Und deswegen bin ich ganz besonders gespannt, welches Team diesen Award gewinnen wird. Wie lange noch, bis es endlich wirklich jeder verstanden hat? Science. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird unseren Kindern und Enkeln nicht mehr viel von der Welt bleiben, wie sie jetzt ist. What a shame. Deswegen braucht die Welt junge Talente, die richtig gute Ideen haben, um mehr Sustainability für alle möglich zu machen. We proudly present die Top 5 Projekte aus der Kategorie Sustainability. Bauen wird jetzt bio. Mit den Strohdämmplatten vom Team der Höheren Technischen Lehranstalt Braunau. Statt Chemie halten rein biologische Bindemittel die Platten zusammen, was sie nach der Verwendung sogar kompostierbar macht. Und Brandschutz und so? Getestet und für feuerfest befunden. Echt heiße Sache. Und ein Perfect Match mit Bambus als grüner Baustoff. Das Projekt der Höheren Technischen Bundeslehranstalt Pinkerfeld. Das Team konnte nämlich standardisierte Baustoffqualitätschecks für die weltweit über 3000 Bambussorten entwickeln. Heißt, überall wo Bambus wächst, kann damit jetzt nachhaltig gebaut werden. Torferde als Umweltsünde? So ist es. Beim Torfabbau wird nämlich jahrhundertelange Arbeit der Natur in 0,nix zerstört. Das RAC-Pete-Schülerinnen-Trio von der Höheren Technischen Lehranstalt Braunau
zeigt, wie es anders geht und macht aus natürlichen Abfallstoffen wie Pflanzenschnitten nachhaltige Torfalternativen. Let the spirit grow. Die smartesten Jalousien der Welt. Die, die dann Strom erzeugen, wenn sie dich vor der Sonne schützen. Das Team der Höheren Technischen Lehranstalt Rennweg in Wien hatte diese blendende Idee und sie Solar Blind getauft. Und so genial einfach wie die Idee selbst, ist auch die Installation durch das Trio selbst. Ammoniak-Emissionen nach EU-Standards senken und gleichzeitig Dünger produzieren. Diesen Traum eines jeden Landwirts lässt das Team der Höheren Bundeslehranstalt für Landwirtschaft Ursprung jetzt mit Tanninen und Gülle wahr werden. Und von beidem gibt's am Land mehr als genug. Richtig geiler Scheiß. Wow, alle fünf Ideen haben uns nachhaltig total beeindruckt. Und der erste Preis geht an biologische Strohdämmung. Oh mein Gott! Wir bedanken uns sehr herzlich, dass wir bei dem Wettbewerb teilnehmen durften. Wir finden den Wettbewerb einzigartig. Wir haben bei sehr vielen anderen Wettbewerben teilgemacht und ja, es ist einfach ziemlich was anderes, auch vom Jung Innovativteam, was da an Engagement kennt. Der zweite Preis geht an Bambus, eine grüne Alternative. Den dritten Preis teilen sich Solar Blind, Senkung von Ammoniak-Emissionen aus Gülle durch Tannin. Und Rackpeat, Torfersatz aus natürlichen Abfallstoffen. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen allen, die gewonnen haben, ganz, ganz herzlich gratulieren, aber auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer beglückwünschen. Sie waren alle großartig. Wir haben wieder ganz tolle Projekte bekommen und ich kann Sie nur bitten, es geht um Ihre Zukunft. Bleiben Sie dabei, bleiben Sie innovativ. Wir brauchen, damit die Zukunft gelingt, zwei Dinge. Auf der einen Seite eine große Transformation der Wirtschaft und der Gesellschaft. Und diese wiederum kann nur gelingen, wenn wir innovativ sind. Wir brauchen neue Ideen, wir brauchen neue Technologien, wir brauchen neue Verfahren und Unternehmen. Die diesjährige Jugendinnovative Awardshow zeigt, dass wir auch in schwierigen Zeiten und unter schwierigen Bedingungen starke Teams bilden können und unsere Ideen entwickeln. Gratulation an alle 30 Projektteams, die es heuer ins Bundesfinale geschafft haben. Glückwunsch an alle Projektteams und ein großes Dankeschön an die Projektcoaches, an die Pädagoginnen und Pädagogen sowie die gesamte Jugendinnovativ-Community. Solche Erfolge sind auch immer Ergebnisse von hervorragender Teamarbeit aller Beteiligten. Das waren die Jugend Innovativ Awards 2021. Danke an alle TeilnehmerInnen, UnterstützerInnen und auch an die Gäste. Und vor allem herzlichen Glückwunsch an alle Gewinnerteams. Und vor allem sind wir auch gespannt, mehr von euch in der Zukunft zu sehen. Deswegen, jetzt gibt es Musik für euch. Und zwar ein Live-Auftritt, auf dem ich mich ganz besonders freue. Siamese Elephants performen hier nämlich live im Studio. Eine Wiener Schulband, die sich quasi aus zwei Bands zusammengeschlossen hat. Und Schulbühnen sind jetzt eigentlich passé. Sie performen im B72 oder im Werk und heute nämlich bei uns hier im Studio. Deswegen, das war's. Danke, ciao, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Jahr.